Scheiß das Wesen oben mit uns Fessen und Schicken. Fessen und Schicken. Aus Kriegern machst du Knechte. Den Knecht führst du zum Sieg. Und Herr, deine Kämpfer sind Gerechte. Alles Helden für den Krieg, der diese Welt zu Fall bringt. Wenn Babylon verliert, der Adler, der sich aufschwingt, wird von deiner Hand allein regiert. Er wird von deiner Hand allein geführt. Was du verbargst in deiner Hand, leg den Himmel über Deutschland. Du legst Feuer an den Goldrand. Die ganze Welt steht bald in Brand. Ich geb mein Herz in deine Hand. Guten Tag, mein Name ist Sürmeli. Ich gehöre zum Zentralrat Europäischer Bürger. Der Zentralrat Europäischer Bürger ist eine Menschenrechtsorganisation in Deutschland, sowohl als Stiftung als auch eine Organisation. Sie beschäftigt sich mit den Menschenrechten in Deutschland und Europa, insbesondere in der BRD, weil die Menschenrechtsverletzungen in der Bundesrepublik Deutschland keine Straftaten sind. Das bedeutet, dass die universellen Menschenrechte in der BRD nicht gelten. Grund für die Menschenrechtsverletzungen in der Bundesrepublik Deutschland ist das System selber. Jetzt müsste man sich fragen, wie es dazu kommt, dass die Menschenrechtsverletzungen in der Bundesrepublik Deutschland keine Straftaten sind. Das liegt daran, dass der Gesetzgeber, der sogenannte Gesetzgeber in der Bundesrepublik Deutschland eben kein Gesetzgeber ist, sondern die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat. Das Grundgesetz ist verantwortlich dafür, weil das Grundgesetz besagt, dass die Bundesrepublik Deutschland nur eine Wirtschafts- und Verwaltungseinheit ist. Das heißt, sowohl die Legislative als auch die Justiz, also die Judikative, ist in der Bundesrepublik Deutschland nicht gegeben. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist eigentlich im Grunde eine Firma. Sie ist insbesondere eine Kapitalgesellschaft, in dem auf der Schiene eben der Exekutiven sowohl die Legislative als auch die Judikative zu finden ist. Jetzt werden Sie natürlich sagen, wie kommt Herr Sürmeli dazu? Es ist einfach zu erklären. Die Judikative in der Bundesrepublik Deutschland arbeitet nach einem gedungenen Werksvertrag, das heißt, es sind hier Privatgerichte, und wenn man vor Gericht geht, ist es immer so, dass die Richter nicht das Gesetz eben anwenden, sondern interpretieren. Das heißt, der sogenannte Gesetzgeber, nämlich die Parteien, die eben im Bundestag und die Politiker Gesetze beschließen, können bei den Gerichten nicht eingehalten werden, beziehungsweise bei den Richtern, weil sie im Grunde das Gesetz als Norm definieren. Und Normen sind auslegbar. Das heißt, die Judikative mutiert dann zum Ersatzgesetzgeber und versucht dann eben das Gesetz nicht anzuwenden, sondern zu interpretieren. Gleichzeitig ist die Justiz auch eine Exekutive, denn wenn die Bundesrepublik Deutschland eine Wirtschafts- und Verwaltungseinheit ist, fehlt sowohl die Legislative als auch die Judikative. Sie verwaltet, also macht also in der Exekutiven nur ihre Macht ausspielen. Jetzt muss man natürlich sagen, wie entstehen eigentlich die Menschenrechtsverletzungen? Die Menschenrechtsverletzungen entstehen dadurch, indem man in der Bundesrepublik Deutschland versucht, durch Normen
eben das System aufrechtzuerhalten. Also wenn Arbeitslose gebraucht werden, gibt es Arbeitslose. Wenn weniger Arbeitslose gebraucht werden, dann schafft man irgendwelche Programme, um die Leute, um die Menschen hier zu lügen und zu betrügen. Insbesondere, da es sich hier um eine Firma handelt, eine BRD-Firma, denn die Bundesrepublik Deutschland, wie gesagt, ist eine Wirtschafts- und Verwaltungseinheit, handelt es sich bei dem Grundgesetz um eine Firmennorm bzw. um einen Gesellschaftervertrag von vier Ländern, nämlich den Siegesmächten. Ich möchte darauf eigentlich nicht eingehen, weil jeder, der sich dann auf die BRD und Deutsches Reich Schiene begibt, bekommt dann Probleme wegen der Feindstaatenregelung. Und deshalb sollte jeder, der versucht, in der Justiz, in der sogenannten Justiz etwas zu machen, immer von Deutschland als Ganzes reden. Die universellen Menschenrechte gelten aber überall und jederzeit und für jedermann. Das bedeutet, dadurch, dass jedes Gerichtsverfahren zum Beispiel gar kein ordentliches Gerichtsverfahren, auch kein Staatsgericht ist, können die Urteile, die in der Bundesrepublik Deutschland gesprochen werden, überhaupt gar keine Rechtskraft erlangen. Es handelt sich hierbei um Schiedsgerichte nach dem Kontrollratsgesetz Nummer 35 aufgrund des Besatzungsrechts bzw. aufgrund der AHK-Gesetze, Alliierte Hohe Kommissionsgesetze. Jetzt muss man sich einmal überlegen, wenn diese Gesetze keine Vollstreckbarkeit erreichen, dann ist nach Artikel 6 der Menschenrechtskonvention, dass in einem vernünftigen Zeitraum ein Verfahren zu beenden ist, das heißt vollstreckbar werden kann, gar nicht erreichbar. Gleichzeitig ist auch Artikel 13 der Menschenrechtskonvention nicht erreichbar, nämlich das Beschwerderecht. Das Beschwerderecht beinhaltet die Verletzung der Konvention, die durch eine wirksame Beschwerdemöglichkeit vor einer nationalen Behörde zu gewährleisten ist. Und das ist praktisch in der Bundesrepublik Deutschland nicht möglich, weil die Behörden ja eigentlich nicht existieren. Sie sind nur eine private Firma. Aus diesem Grund kann man auch aus keinem Gerichtsverfahren auch die Verletzung des, zum Beispiel der Haftung, des Völkerrechts und der Normkontrolle erreichen, denn das ist mit der Bundesverfassungsbeschwerde ausgeschlossen. Das heißt, man kann wegen Menschenrechtsverletzung in der Bundesrepublik Deutschland nicht Recht bekommen, man kann gleichzeitig keine Haftung bekommen und man kann auch die Normkontrolle, das heißt, dass das, wie das Gesetz bzw. die Menschenrechte auszulegen sind, nach Völkerrecht nicht beschweren. Deswegen, weil eben die Menschen, also das heißt, wenn eine Menschenrechtsverletzung stattgefunden hat, unter anderem durch Rechtsbeugung und so weiter, ist eine Verfolgung in der Bundesrepublik Deutschland schon gar nicht möglich. Das heißt, in der Praxis